Ich bin Neoblade und das ist Tribute to Bonschwa für die Rasse Random. So langsam stoße ich aufgrund meiner schlechten Mikro-Fähigkeiten und auch weil ich die Timings und Benchmarks nicht treffe, also auch Makro und Mechanics nicht stimmen, an die Grenzen der BOs. Krieg viel Protoss, okay. Stört mich natürlich nicht, ist meine Main Race. Ich scoute jetzt schon mal. So, Gate bauen. Gas Nummer 1. So viel Boxen war schlecht. Ganz, ganz, ganz schlecht. Okay, da ist gar nichts. Ach Mensch, warum muss ich immer gegen All-In spielen? Dort bauen wir zuerst. Okay, das ist CC First, krass. Gut, dann schauen wir mal, was so geht. Ja, das tut mir leid für dich, lieber. So, unsere Build Order geht jetzt natürlich kaputt, weil ich einfach mal schauen will, was unsere Zealots so anrichten können. Robo bauen. Kommt sogar einigermaßen pünktlich. Okay, hier ist nur ein SCV. So, wir brauchen eine Forge. Schauen wir mal, was die Front so macht. Okay. Wir wollen ihn nur ein bisschen ablenken. So, plus 1. Das ist zu viel. So, weitere Pylons bauen. Gegen einen Drop die Kenne nicht vergessen. Hab den Pylon wieder falsch gebaut. Kenne muss weiter nach vorne.
to serve. I'm here in the shadows. You have not enough minerals. So, da ist er. Der jetzt nach vorne. I'm here in the shadows. You require more Vespian gas. I'm here in the shadows. You require more Vespian gas. We stand as one. Cold is upgrade complete. Ja, das reicht nicht. You have not enough minerals. I like the fire. Very well. Doppelklick drauf. Nächstes Upgrade. Warum tue ich das nicht auf eine Taste? Wahrscheinlich habe ich es sogar schon auf einer Taste. Wieder Supply blocked. War nicht schön. Nicht auf der Rampe kämpfen. Und das Spiel gut die Front gescoutet, gut den Angriff gewählt. Noch ein Spieler haben wir 3300. Ja, wobei ich will noch gute Platin 3 Liga werden. Dann könnt ihr das nämlich auch schaffen. Sollte ich dazu warten, bis ich nicht mehr so krank bin. Weil es geht schon irgendwie auf den Kopf, StarCraft spielen, wenn man krank ist. Das finde ich gut. Das ist das allererste Mal seit langer Zeit, dass ich über 100 habe mit der Build Order. Also wie gesagt, mit einer ordentlichen Makro-BO hier 117. Aber ihr müsst auch versuchen, die 100er-Marke ab und zu mal zu knacken. Am besten ist natürlich, ihr schafft immer 95 oder konstant 95 bis 100. Aber gut, machen wir das nächste Spiel. Das hätte der Gegner halten können, wenn er einfach mehr Bunker gebaut hätte. Und wenn er die Bunker auch repariert hätte. Aber wir hatten ein Force Field, konnten das Bunker reparieren auch verhindern. Immortal ist auch gut gegen Bunker. Muss einfach, wenn er CC First spielt, dann einmal scannen und gucken. Habe ich eine Echse und dann 4 oder 5 Bunker bauen oder 3 bis 4 Bunker bauen. Die dann ordentlich reparieren, dann war es das. Dann kann ich nur noch versuchen, mit Elevator Drop oder anderweitig in seine Basis zu kommen. Aber dafür hat er dann eigentlich auch genug Marines. Also da ich immer CC First spiele, auf meinem Level überhaupt kein Problem. Weiß ich, dass man das gegen alles halten kann, wenn man ordentlich scoutet. So. Wenn es ein ZVZ wird, gehe ich raus. Ein ZVZ, das ist schön. Oh, fuck. SCV ready. So. Das Ganze nochmal. Probleme mit Hotkeys gehabt, also Depot viel zu spät gebaut. Zweite Basis. Kamera. Rampe, Kamera. Additional supply depots required.
Move it! You scared me! Not enough minerals. Yeah, yeah. Oh, direkt die zweite Kaserne. Ne, bauen wir nicht. Bauen wir jetzt erst. Und jetzt scouten wir mal. Also bis jetzt Timings und Benchmarks total katastrophal. So, Leute ins Gas. So, ein Marine schon mal bauen? Nee, wir bauen jetzt gleich den Reaktor. Nein. Nur ein Gas, da ist der Pool, alles gut. Alles prima. Command center insufficient Vespin gas. Add-on complete. Bad news? Huh? Go ahead. Wieder die Mule vergessen. Ich spiele wirklich sehr schlecht. Armed and ready. SCV ready. This better be good. Can't wait. Scouten wir mal die Front, was er so hat, was er so baut. Wieder mal die eBay vergessen. Und jetzt können wir langsam Factory gebrauchen. Wir brauchen weitere Depots. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Okay, ziehen wir uns wieder zurück. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo ein paar Overlords finden. So. Mit diesem SUV bauen wir direkt den Starport. Wir bauen direkt Stim. Nächstes Upgrade. Okay. Not enough minerals. This better be kaboom, baby. Move it. Yeah, whatever. So, die Mule wieder zum Arbeiten schicken. Immer weiter Marines bauen. You gonna give me orders? Upgrade complete. Who wants some? Ready for dust off. In the rear with the gear. Don't leave me. Boom, baby. Base is under attack. Whole lot of love. This better be good. Go on. Go ahead. Medivacs. Ah, okay.
weiß, was ich falsch gemacht habe. Let's have a blast. Ready for pick. You gonna give me go, go, go. Not enough minerals. Research. Ja, sehr guter All-In. Und weil ich, was habe ich vergessen? Ich habe den Scan an seine Natural vergessen. Da hätte ich gesehen, dass da keine Arbeiter sind. Können wir auch ganz kurz zeigen, aber erstmal SQ nachgucken. Und das hätte bedeutet, dass ich problemlos zwei Bunker hätte bauen können. Jetzt hat er das leider nicht genommen, so wie ich mir es vorgestellt habe. So. Wieder ein Scouting-Fehler. All-Ins muss man immer scouten. 96, das ist okay. Also der hätten auch Splits nichts gebracht. Er hat einfach mehr Army-Value als ich. Und ich hätte die SCVs früher in den Kampf mitnehmen müssen. Ich schalte das Stream-KB auch jetzt nicht aus. Wird einfach zeigen. Ist also ein Hedge-First-Build. So. Warum er den Spinecrawler baut, ist mir völlig unklar. Und ich hätte den Bunker auch schon bauen können anhand der Linge, die ich da sehe. Den Overlord da zu sehen und zu finden, wäre wichtig gewesen. Und ihr seht halt hier, er hat viel mehr Army Value als ich. Vielleicht, nee, immer mehr Army Value. Da kann man halt so viel Micro machen, wie man möchte. Solange der Army-Value höher ist, ist Micro da, kann was rausreißen, aber ist letztendlich nicht relevant. Der Bunker, der wäre super wichtig gewesen und man sieht halt hier, ja, er hat es dann hinterher bedroht, aber viel zu spät und ein Scan bei Minute, na, wo so ein Zerg mindestens 8 Drohnen an der Natural hat. Ein Scan hätte halt gezeigt. Okay, dann war es nicht komplett All-In. Aber es sind nur 25 Arbeiter. Oder hat er die Main nicht out gemeint? Ja, hier kommen die Linge. Und der Scan hätte halt jetzt gezeigt, alles klar, es sind zu wenig Drohnen. Kein Gas an der Natural. Und damit ist klar, da kommt irgendein harter Push. Aber okay, überhaupt keine Drohnen, habe ich mich geirrt. Waren immerhin 25. Und gehen wir ins nächste Spiel. Ich hatte früher eine Taste am Headset, um die zu muten. Wenn ich huste, aber das habe ich nicht mehr. Dafür sagen die Leute, ist die Quali besser. So. Verlieren viel gegen All-Ins. Aber die Bonshaw-BOs sollen euch halt nur bis nach Gold 2, Gold 1 bringen. Das ist völlig in Ordnung. Und danach dann halt Nexus First oder sonst was. So. Will ja noch einmal irgendwie gegen Kennenor spielen, aber scheint uns nicht vergönnt zu sein. More overlords.
So, wir brauchen die zweite Basis, Kameraposition. Fahren runter. Nein, nicht falsch platzieren. Richtig platzieren. Das hier ist unsere dritte Basis, falls wir sie denn brauchen. Wir nehmen jetzt ein Gas und warten dann brav auf den Pool. So, einmal die eigene Basis scouten. Und dann scouten, was er so macht. Und natürlich Gas nehmen. So, schauen wir mal hier. Ist hier irgendwo ein Kennenosch? Ansonsten fliegen wir dann jetzt mal hier hin. Theoretisch sollten wir jetzt gleich. Okay, das könnte sogar ein Kennenosch sein. Okay. Aber die Frage ist, wo? Wir bauen mal ein paar Länge. Was habe ich denn da vorne gesehen? Okay, da kommt plus eins irgendwie. Wir brauchen die. So, ich scoute mal wieder die Front, wobei das unser Overlord schon tut. Also, wir sehen hier keine Basis, okay. Da ist der Proxy-Pylon, alles klar. Das bedeutet, wir bauen auf jeden Fall einen Spinecrawler. Wir dürfen nicht supply-blocked werden. So, weiter gucken. Da ist immer noch keine Basis. Okay, dann bauen wir weitere Spinecrawler. Und wir bauen die ersten Roaches. Wir dürfen nicht sterben. Das ist eine schöne Karte für Overlord Placement, muss ich ehrlich zugeben. So, da steht jetzt gleich ein Overlord. Deswegen können wir das woanders hinstellen. Der Supply Block ist ganz bitter. Okay. Dann greifen wir mal mit allem an, was wir haben. Außer mit diesem Ling hier. Okay. Ist ein bisschen zu viel. Ich habe die Evo Chamber vergessen. Drohn, 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 Drohn. Evo Chamber Taste. Creep Spread, Creep Spread, Creep Spread. Da
Er ist fast, also makrotechnisch. Das sieht gut für uns aus. Das ist schlecht, dass wir hier 6 im Gas haben. We require more minerals. Not enough energy. So, und jetzt Roaches, Roaches, Roaches. Metamorphosis complete. So, scout mal hier nochmal durch. Eutrace, okay. Mineral field depleted. Dritte Basis. Sollte aber gewonnen sein. Haben wir unseren einen Kryptomor zerstört? So, und das sollte jetzt aber reichen, um hier... Haben die Injects vergessen? Das wird jetzt leider wehtun für dich, lieber Protoss. Viel zu viele Overmints bekommen. Ganz schlechte Injects. Brauche eine Makro-Hedge, kriege ich meine Kohle nicht mehr runter. So, dann töten wir ihn mal. Ich habe Roach Speed vergessen, das darf doch nicht wahr sein. Ne, ich habe kein Roach Speed vergessen. Ich habe das Hydra Upgrade vergessen. Schlechter Angriff? War klar, ich habe gesehen, er hat keine Sonden gebaut. Ich greife dann erst an, wenn die Bonchwa BO es vorgibt, bei 120 Supply. Wenn die Upgrades auch fertig sind und... Nicht auf irgendeinen idiotischen Angriff konzentrieren, wenn die Upgrades nicht fertig sind. Also Evo-Upgrades können besser laufen, Hydra-Upgrade hätte besser laufen können. Und 50 Drohnen dürfen wir auch bauen, wenn wir 3 Basen haben. Das, ja, ich hoffe, dass wir wenigstens einen guten SQ haben.
So, komm, SQ, zeig dich. Ja, 103. Wenigstens über 100. Das soll es für dieses Spiel gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachspielen. Bitte denkt an den Neo-MT. Bitte trainiert Makro und Mechanics. Und ich sage einfach mal, bis demnächst. Und bitte abonniert meinen Channel.